Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem weiteren Vlogmas-Tag. Und ich hatte es ja schon mal im allerersten Vlog angekündigt. Wir putzen heute gemeinsam. Es gibt so eine weihnachtliche Putzerei. Und zwar putzen wir heute gemeinsam die Küche, Ess- und Wohnzimmer. Das ist ja bei uns hier alles ein Raum. Ja, den wollte ich mit euch zusammen putzen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ansehen und hoffe natürlich, es motiviert euch wieder. Übrigens, so aus Zeitgründen versuche ich jetzt heute das Video nicht zu besprechen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber 24 Videos ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ne? Man hat ja auch noch privat ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, wie gesagt, es ist okay. Und jetzt lege ich los. Als erstes mache ich immer Geschirr. Geschirrspülmaschine. Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch einen Moment warten. Genau, das mache ich immer als erstes. Also man hat ja so irgendwie seine Routinen und dann gehe ich an die Oberflächen, an die Fronten, saugen, wischen, was man halt so macht. Ja, fangen wir an. Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time. Take a stand with our eyes open wide. And it will bring out the very best of you. Oh, it's time. Wenn das Geschirr erledigt ist, mache ich immer hier in diesem Bereich weiter und da nutze ich immer ganz gerne den Putzstein von Dr. Beckmann. Nichts Beauftragtes oder so, aber ich finde ihn eigentlich echt richtig gut und genau, das mache ich als nächstes. So, das an der Spüle lasse ich dann immer ganz kurz einwirken und in der Zeit mache ich dann weiter beim Serranfeld. Und zack, haben wir auch gleich wieder was aufgebraucht hier. Das Ganze mache ich übrigens nach Bedarf, meistens so circa alle 2 Wochen, weil das Ganze ist ja auch wasserabweisend. Also putzen natürlich täglich, Serranfeld und Spüle einmal immer kurz mit dem Sprühreiniger drüber. Aber so richtig Grundreinigung mache ich so circa alle 2 Wochen, wie gesagt. Und gerade an dem Produkt, da hatte ich jetzt lang, boah, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr bestimmt. Also der ist wirklich sehr ergiebig. So. Dann lasse ich das auch kurz einwirken und während es einwirkt, machen wir die Spüle. So, und das lasse ich jetzt mal ganz kurz so ein klein wenig trocknen und mache dann das Serranfeld wieder sauber. Also ihr seht schon, ich habe da einfach so meine Routinen, so funktioniert es für mich am besten einfach. Und ich arbeite mich immer so von hinten nach vorne und ja, irgendwie geht es so für mich halt einfach am schnellsten. So, das Ganze konnte ich jetzt ganz kurz trocknen. Das trockne ich dann einmal mit einem Geschirrhandtuch alles nochmal nach.
Und dann ist das auch schon erledigt. Und das ist meistens auch der Teil, der am längsten dauert. Aber ihr habt ja gesehen, es ging eigentlich recht flott dann. So, als nächstes schnappe ich mir dann einen Sprühreiniger und jetzt mache ich dann quasi die ganzen Oberflächen, bevor ich dann zum Schluss an die Küchenfronten gehe. Und wenn ich dann hier alle Oberflächen putze, mache ich dann auch immer hier quasi die Theke dann einmal mit. Dann ist das auch gleich schick. Haben wir jetzt schon und ich schnapp mir jetzt ein Tuch und damit gehe ich dann an alle Küchenfronten. Da benutze ich immer ein Maizima-Tuch. Oh Gott, die habe ich jetzt schon so lang. Das war damals meine allererste Kooperation hier auf YouTube. Auch das ist nichts Bezahltes. Ich will euch einfach nur die Produkte hier zeigen, gell, die ich halt immer im Haushalt verwende. Genau, also wie gesagt, Maizima-Tücher, ey, die sind so geil, ey. Man braucht wirklich nur Wasser richtig gut auswringen und man kann alles damit putzen. Wirklich alles. Ich mache hier alle Oberflächen. Fenster. Wenn ich so übers Fenster wische und bin hinten, bin ich fertig, ist es vorne schon getrocknet. Aber wichtig ist, man muss es richtig kräftig halt auswringen und dann geht das 1A. Alle Spiegel, damit mache ich im Haus. Und jetzt, wie gesagt, halt auch die Küchenfronten. Und schon haben wir die Küche geschafft, saugen und wischen. Das mache ich immer in einem Rutsch hier in diesem großen Raum. Und deshalb geht es jetzt einmal weiter im Esszimmer. So, dann geht es, wie gesagt, hier in diesem Raum weiter. Ich benutze jetzt einfach weiterhin mein Seematuch und habe noch einen Sprühreiniger da. Und jetzt werde ich hier erstmal Staub überall wischen, den Tisch abwischen. Mehr gibt es ja dann eigentlich nicht zu tun. Dann mache ich das gleiche jetzt noch im Wohnzimmer, also Staub wischen, Tisch abwischen und dann wird das Ganze gesaugt, gewischt und wir sind tatsächlich schon durch. So,
die Deko bleibt jetzt einmal vom Tisch, weil ich jetzt die Stühle auf den Tisch mache, damit ich halt richtig gut saugen kann. Und das Bild ist gerade ziemlich dunkel wegen dem Fenster. Sorry! Oh Gott, hey, ich verhaspel mich hier gerade immer mehr. Ich habe jetzt hier alle Stühle hochgestellt und wenn die schon oben stehen, dann mache ich gleich schon mal die Stuhlbeine sauber. Dann haben wir das auch weg. So, und jetzt geht's an Staubwischen. So, auch der Essbereich ist schon sauber. Also ihr seht, das geht echt flott. Ich werde insgesamt, oder ja, ich brauche mal so circa 45 Minuten, dann ist aber hier alles tipptopp und immerhin sind dann schon die Haupträume fertig. Und ich finde, bis auf Badezimmer geht alles andere eh immer super schnell. So, im Wohnzimmer angekommen. Hier muss ich jetzt wirklich nur noch ein klein wenig Staub wischen. Tisch, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Und dann ist das auch erledigt. So, soweit ist jetzt alles geputzt. Jetzt mache ich mich ans Saugen und einmal wischen und dann sind wir tatsächlich schon durch. Wir sind fertig. Hier ist alles wieder geputzt und dementsprechend werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Aber keine Sorge, wir sehen uns ja schon wieder morgen im nächsten Video. Ja, ich freue mich natürlich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Irgendwie sieht es komisch aus. Ein Ärmel hoch, einer unten. Ja, bis morgen. Ciao.
the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la.